Das Kardiologie-Team im CKU Mitte setzt auf ein innovatives Verfahren bei behandlungsresistenter Angina pectoris. Patienten, die trotz TENS, Bypass und Medikamenten ständig ein Gefühl von Herzenge in der Brust verspüren, kann mit der neuen CS-Reducer-Methode Abhilfe geleistet werden. Der Eingriff verläuft minimalinvasiv mit örtlicher Betäubung. Ein sanduhrförmiges Drahtgeflecht sorgt an der Herzvene für langsameren Abfluss und so für mehr sauerstoffreiches Blut im Herzen. Dieses Verfahren mit Ventilstent ist noch nicht weit verbreitet, Verbesserungen durch wissenschaftliche Studien belegt.